Hallo und herzlich willkommen, ihr seid wieder richtig hier bei Optionsstrategien TV. Wir haben angefangen mit unserer kleinen Serie über Future Optionen und deswegen gehen wir heute mal weiter in das Thema hinein und heute sprechen wir mal über Future Charts. Wie stellt man einen Chart eines Futures korrekt dar und wo findet man das alles? Das und mehr jetzt im Video. Das Thema mag vielleicht etwas komisch klingen, denn was soll schon so kompliziert daran sein, einen Future Chart zu zeichnen oder sich im Internet anzuschauen, aber ganz so einfach ist es gar nicht. Wenn wir uns den Chart einer Aktie anschauen, dann ist es relativ einfach, diesen auch mit einer langen Historie darzustellen, weil wir haben für diese Aktie für jeden Tag ein Open, ein High, ein Low und ein Close. Das heißt, wir haben alle verfügbaren Preise und können das einfach aneinanderreihen. Charts sind ja nichts anderes als die Aneinanderreihung von Datenreihen. Aneinanderreihung von Daten. Und so wird einfach so ein Chart gezeichnet. Ne? Ganz simpel. So, jetzt ist es aber beispielsweise so bei Futures, die gibt es ja nicht endlos. Ne? Also wenn wir uns zum Beispiel mal einen bekannten Future hernehmen, etwas, was wir hier bei Optionsstrategien auch sehr viel handeln, das ist Erdöl. Jetzt gibt es aber keinen Erdöl-Future, der schon vor 20 Jahren gehandelt wurde. Erdöl-Future werden maximal auf 9 Jahre im Voraus gehandelt, jeden einzelnen Monat sogar nur auf die nächsten 5 Jahre. Und nichtsdestotrotz, ihr seht es hier im Chart, kann ich mir sehr, sehr langfristige Erdöl-Charts anschauen. Wie wird das aber gemacht, wenn es doch gar keine Charts oder gar keine Futures gibt, die so eine lange Historie haben? Und dazu kommt noch ein weiteres, sagen wir mal, Problem. Wenn ihr euch jetzt hier mal die verschiedenen Preise von Erdöl anschaut, dann seht ihr, dass die alle etwas unterschiedliche Preise haben. Also die Erdöl-Futures, da gibt es zum Beispiel jeden Monat einen. Also es gibt eben einen September, Oktober, November, Dezember und so weiter und so fort. Und wenn ihr euch die anschaut, dann seht ihr, dass die alle etwas unterschiedliche Preise haben. Und würde man jetzt einfach hergehen und würde sagen, okay, immer wenn der eine ausläuft, hänge ich einfach den nächsten quasi im Chartbild an. Das würde dann dazu führen, dass es immer so kleine Preissprünge gab, ne? Sogenannte Kurslücken. So, und wir können uns mal ein paar Beispiele hierfür anschauen. Und zwar haben wir hier zum Beispiel einen Chart-Zucker, ne? Wird an der ICE gehandelt, Intercontinental Exchange Zucker, ein sehr liquide gehandelter Future. Und da seht ihr hier in 2014 eine riesige Kurslücke. Ne? Also da könnte man ja denken, oh, der Preis ist hier an einem Tag um 20% gesprungen. Habe ich übrigens damals in einem Börsenbrief gelesen, ne? Die Großinvestoren steigen in Zucker ein und treiben den Preis nach oben. Alles Blödsinn, ist nur eine falsche Chartdarstellung, denn hier wurde tatsächlich einfach nur der eine Kontrakt an den nächsten angehangen. Und weil der eben so viel teurer war, der nächste, gab es hier diese riesige Kurslücke. So. Und weil dieses Problem schon lange bekannt ist, hat man dann so in den 80er Jahren, Anfang der 80er Jahre angefangen und hat sogenannte adjustierte Endloskontrakte eingeführt. Das bedeutet, man hat gesagt, ich nehme den aktuellen Preis eines Futures und damit ich diese Kurslücke einfach nicht habe, nehme ich den ausgelaufenen Future und hänge den einfach hier an. Und damit habe ich keine Kurslücke, ich habe einen normalen Preisverlauf und kann damit zum Beispiel sehr gut Backtests machen. Alles gut und schön, klingt logisch, aber da kommt es jetzt auch wieder zu kleineren Problemen, denn wenn man jetzt sagt, okay, man hebt das einfach so ran, dann ist das ja nicht genauso der Chart, wie man ihn wirklich hatte. Und da kannst du verrückten Dingen führen bei diesen adjustierten Endloskontrakten und ich zeige euch mal ein Beispiel hier von Baumwolle. Und ich habe das Beispiel schon oft erzählt auf Seminaren oder auch im Coaching und deswegen, der eine oder andere wird vielleicht schmunzeln, weil er es wiedererkennt. Ich bin jetzt kein ausgewiesener Baumwollexperte. Ich bin mir aber relativ sicher, dass Baumwolle niemals unter Null gehandelt hat. Das heißt, es gab keine Zeit, wo ihr Baumwolle kaufen konntet und habt noch Geld dazu bekommen. Ne? Also das hat es nicht gegeben. Wenn ihr euch allerdings den Chart anschaut, dann seht ihr, dass der hier in den negativen Bereich abgerutscht ist. Und warum? Das ist nur passiert, weil man eben diesen Kontrakt so adjustiert hat. So, und deswegen müssen wir ganz, ganz genau unterscheiden, nutzen wir jetzt adjustierte Kontrakte oder nutzen wir nicht adjustierte Kontrakte.
Wir werden ja in dieser Serie noch die Hauptfutures einzeln behandeln. Ne? Also ich werde über jeden Future einfach mal kurz euch ein paar Dinge erzählen und ich werde euch dann auch immer dazu sagen, nimmt man jetzt den Adjustierten oder den Nicht-Adjustierten. Vorher werden wir aber im nächsten Teil von diesem Video mal noch so eine grobe Regelung machen, wie sollte man sich das Ganze anschauen, worauf sollte man achten. Das gibt es dann allerdings im nächsten Video, damit es hier einfach nicht zu lang wird. Und ihr könnt natürlich wie immer eure Fragen hier reinschreiben in die Kommentare. Was nutzt ihr zum Beispiel auch für Chartplattformen? Wo schaut ihr euch Charts an? Wie macht ihr das? Ist euch das bewusst, diesen Unterschied adjustierte und nicht adjustierte Kontrakte? Was ergeben sich da für Fragen bei euch? Und dann baue ich das alles mit in die Videos ein. In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Erfolg an der Börse. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Und bis dahin alles Gute. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.